Hallo und willkommen zurück zu Dark Souls Reloaded, beziehungsweise Let's Play Dark Souls Reloaded. Ich muss das endlich mal durchspielen. Und bin immer noch vor Zen's Castle. Ich war eben mal irgendwo oben drauf und hab's dann irgendwie hingekriegt, einen riesigen Pot mit, weiß nicht was, auf die Fresse zu kriegen. Aua. Du Arschloch. Einfach den Kopf ab. Beziehungsweise er will es machen, aber hat sich hingekriegt. Naja. Weiter im Text. Zen's Castle. Ich weiß, was ich tun muss. Ich muss es nur vernünftig ausführen. Einfach rennen. Einfach rennen, dann passt das vom Timing her. Genau. Die Frage, will ich die umbringen oder will ich die nicht umbringen? Entscheide ich mal für nein. Shit, das war knapp. Lebe noch! Ist der Schlangentyp hinter mir, der andere? Ne, wo ist denn der hin? Ist denn erwischt? Keine Ahnung. Sicher ist sicher. Leider ist der Schild, den ich gerade habe, nicht so praktisch gegen... Fucking fuck fuck, jetzt habe ich die ganze Serie verloren, nicht eben. Hatte mal gut 8000, weil es auch nicht so viel. Es war klar. Löwenring, Ornstein. Oh Gott, die ganze Lore fällt mir gerade wieder ein, was es da gibt. Und ich muss eigentlich Dark Souls 2 spielen. Aber nicht, bevor ich nicht Dark Souls 1 durch habe. Vorher geht das nicht. Ich muss erst Dark Souls 1 durchhaben. Vorher kann ich nicht mit dem zweiten Teil anfangen. Das ist schon, das ist quasi ein ungeschriebenes Gesetz. Also, das ich mir selber geschrieben habe. Wirklich? Keiner von den Pfeilen hat getroffen. Toll. So treffe ich denn immer nur einen von den beiden? Das gibt's doch nicht. Geht doch. Schild? Oh, meine Fresse. So. Spast. Meine Fresse. Bei den zwei Gegnern am Eingang schon so viel Schaden gefressen. Muss doch echt nicht sein, sowas. Weiter im Text. Da hinten liegen meine Seelen. Ey, das sieht immer so knapp aus. Luchten, schwingenden Äxte. Ach, der andere wurde da, der wurde runtergekloppt. Okay. Das erklärt's. So. Der ist platt. Aber ein gut zurückerlangt, nicht runtergeflogen. Läuft. Ball aktiviert, ohne zu sterben. Da geht's weiter. Puha. Hier waren noch keine Steine. Den Typen konnte ich getrost ignorieren. Und dann war hier die nächste Falle. Kommt der hingerannt? Ja, aber leider habe ich ihn nicht getroffen. Schade. Ich wünschte, ich hätte einen dritten Schlag, den ich direkt machen kann. Dann könnte ich einfach direkt platt machen. Mit genug Ausdauer kann ich das einfach machen. Das ist schon ziemlich cool. Aber wie gesagt, mit genug Ausdauer. Oh Gott, ich hoffe, das wird was. Ich hoffe, das wird was. Ich glaube nicht, dass es passiert, aber... Passt. Steine. Und in der letzten Folge haben wir gesehen, wer die da runterwirft. Der Blödmann.
Krabben, keine Schlangen. Waren hier Schlangen? Ich glaube ja, hier hinten war eine. Da oben an der Treppe die andere. Diesmal überraschst du mich nicht. Du Spast. So. Du bist platt. Warte mal, irgendwie konnte ich doch noch treten. Wie konnte ich noch mal treten? Ach so. Einmal einen Stick ein bisschen nach vorne und dann den leichten Angriff. So, bei der Sprung. Ah, okay. Läuft. Machen wir eben noch den platt, damit der mir nicht auf die Nerven geht. Und weil es ziemlich sicher ist. Beziehungsweise, wir schmeißen ihn einfach runter und hoffen, dass er stirbt, was er tat. Und jetzt laufen wir mal schnell weiter. In der Hoffnung, dass wir diesmal nicht von dem fetten Typen mit der, mit dem Flammenbolzen abgeknallt werden. Oder weg, abgeworfen. Eine Seelenwerte Ritter Seele. Große Scherbe nochmal, sehr schön. Julio. Ey, das ist der Glockenturm, wo wir eben. Oh nein. Nicht einer von denen, die war noch scheiße. Oh shit! Aua. Immer schön Ausdauer voll halten. Und sich darüber freuen, dass er über einen drüber haut. Bäm! Dich habe ich platt gemacht. Was? Der gibt 800? Obwohl, nee, doch, ist mehr als die Schlange. Wollte mich gerade schon beschweren. Dann ist hier hinten. Okay, ich glaube, da geht's weiter, aber ich will erstmal gucken, was da hinten war. Und da kommt man ja auch noch rum. Juhu. Okay, hier rüber. Irgendwas schießt hier mit Pfeil und Bogen auf mich. Erstmal hier rein, dann kann ich mich hier nicht gucken. Das ist ein guter Plan. Ey, da vorne kann ich. Kann ich darüber springen? Ich probiere das jetzt. Spring darüber. Wenn das Feuer aus ist. Ah, nein, was mache ich? Fuck! Das ist so scheiße. Meine Seelen wieder haben. Problem ist nicht, die zu sammeln, sondern die zu einem Feuer zu kriegen. Ja, kommt her, ihr zwei. So, einen haben wir schon. Nummer zwei kriegt jetzt auf den Sack. Scheinbar nicht genug, denn der stand noch. So. So viel zu dem. Hoffentlich liegt mein Zeug da irgendwo oben und ich muss jetzt nicht kreuz und quer durch den Teil da oben laufen, bis ich das alles wieder kriege. Okay, das passt alles. An dem wir vorbeirennen. Ignorieren, weil er wird eh runtergekloppt. Und dann läuft das.
mich freuen, dass wir wieder hier drauf landen und nicht runtergestoßen wurden. Und nochmal versuchen. Scheiße, ey. Zauberer sind zum Kotzen, die geht mir auf den Sack. Mit blöden Fernangriffen. So. Griffen nach Richtung vor die famose Falle. Stimmt. Gut, dass ich die gelesen habe, sonst wäre ich voll in die Falle gelaufen. Mal wieder. So, hier war nix. Zen's Castle. Oh Mann. Hier hat sich ein Architekt echt ausgetobt. Aua, warum bin ich nicht? Warum hat er mich getroffen? So. Zack. Arschloch. So, diesmal warte ich, damit ich da wieder durchkomme. Wo bleibt der? Oh. So, gleich. Und laufen. Laufen, 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 wegspringen. Shit! Egal, nur ein bisschen Schaden kriegt. Läuft noch. Alles gut. Alles kein Thema. Zack. Dafür in die Falle gerannt. Naja, immerhin lohnt sich's jetzt. Der hier rechts überrascht mich mal wieder nicht. Einmal das geschafft, das muss dann rein. So. Dann kommst du dran. Zum Glück halten die weniger aus und brauchen nur zwei Schläge. Der mit der Falle ab, wie auch verdienen gerade geballert. Krasser Scheiß. So. Du landest da unten. Tschüss. Und ich. Lauf raus. Und hoffe, dass hier irgendwo meine Seelen rumliegen. Bis jetzt sieht es nicht so gut aus. Ich hoffe, die liegen da oben irgendwo auf dem Weg. Da hinten, sehr gut. Warum schmeißt er die da hin? Egal. Gut, da gucke ich später, falls ich nochmal wieder hinkomme. Als ob. Vielleicht schmeißt er sie jetzt woanders hin. Da steht so ein Baldur-Typ. Und hopp! Okay. Ich hab eine Armbrust. Und keine Ahnung, wo ich bin. Hab's auch den platt gemacht. So, wie komme ich wieder hoch? Oh, noch einer. Mit dem Großschwert sind die irgendwie echt schnell kaputt. Oh, der dachte was. Kleine Scherbe. Sehr schön. Was ist denn der Flammensteinplattenring? Der wird untersucht. Was kann der? Was habe ich auch für Ringe? Hartstahlring? Steckt Verteidigung? Steckt Feuerverteidigung. Naja. Habe ich noch irgendeinen coolen Satz? Magie? Nee. Longs. Katzenheit. Ah, okay, nee, das war das Ding, ja. Das Ding von den komischen Jägern im Wald da.
Da habe ich keinen Bock drauf. So, wo geht's denn hier hoch? So, runter. Mal gucken, wo wir da hinkommen. Achso, das ist wieder der Ausgang. Okay. Also rechts rum ging es auch, was ich nicht gesehen habe, weil ich mich nicht umschaue. Schmeißt der mir einfach so ein scheiß Ding hier auf den Kopf? Ich bin mir immer noch unsicher, ob man da nicht rüberkommt. Aber gut, scheinbar braucht man dafür leichtere Rüstung, die ich nicht habe. Also spare ich mir das. Ist das wohl ein Teil vom Spiel, den ich nicht zu sehen imstande bin? Das sah ich ziemlich vor meine Rüstung aus, aber nachlesen ist sie hilfreich. Pass auf, Abkürzung. Klar, Abkürzung. So sieht's aus. Muss man immer damit rechnen, dass um die Ecke irgendeiner steht, der ihm auf die Fresse haut. Warum muss ich überhaupt über die ganze Scheiße balancieren, ey? Was willst du hier überhaupt? Bam, einfach mal. Hier? Ein Turm. Okay, durch den Nebel schreiten. Ist da vorne? Ein riesiger Typ. Mit einem riesigen, fetten Schwert. Na geil. Ich gehe erstmal hier rüber gucken. Vielleicht ist da ja was, was nicht ganz so groß und böse ist. Schade. Na gut, hier ist ein Tisch. Der ist definitiv nicht ganz so groß und böse. Und da vorne ein anderer. Ich will halt. Wie hoch komme ich da hin? Kann ich den platt machen? Wird er dann aufzuschmeißen? Tatsache. Hi. Ja. Der wird platt gemacht. In der Hoffnung, dass er dann platt bleibt. Holy fucking moly. Hat er sich gerade aber gut ausgepowert. Der hat gar nicht mal so viel AP. Macht er das nochmal? Jetzt kann er wieder nicht mehr. Ich habe ihn besiegt! Voll geil. Gegenstand nehmen. Ein grauer Brocken? Was bringt der denn? Grauer Brocken, grauer Brocken, grauer Brocken. Stimmt, ganz unten. Hätte ich auch vorher drauf kommen können. Hey. Wo ist ein grauer Brocken? Die sind hier gar nicht. Warte mal. Da. Verstärkt Standardwaffe plus 14. Okay. Geiler Scheiß, ich will aber trotzdem auch noch nicht gegen den Typen da kämpfen, weil da habe ich keinen Weg. Also die Frage, gehe ich jetzt wieder den ganzen Weg zurück zum... Ja, tolle Aussicht, du bist witzig. Ich meine, könnte ich mit 14.000 Seelen aufleveln? Weiß es nicht genau. Na gut. Scheißen wir drauf. Mache ich den jetzt platt oder nicht? Ich meine, ich könnte jetzt einfach zurückgehen. Wisst ihr was? Wir haben gerade eine Folge rum. Ich gehe zurück, kämpfe mich wieder bis hier vorne hin. Das heißt, ihr seht, ihr verpasst nichts Neues. Und dann schalte ich wieder ein. Das heißt, ich erspare euch quasi dumme Rennerei und ihr seid direkt bei der Action. Bis dahin, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Schaltet wieder rein, wenn es heißt Dark Souls. Ciao.